Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Da sich die normale Outdoor-Saison langsam dem Ende zuneigt, beziehungsweise was Bikepark und so angeht, dachte ich mir, ich zeige euch mal ein paar Übungen, die man im Studio machen kann oder zu Hause, um sich als Mountainbiker im Winter fit zu halten für die neue Saison. Gut, ich würde sagen, ich wärme mich erstmal ein bisschen auf und dann gehen wir nach und nach ein paar Übungen durch. Also. Okay, und natürlich zum Anfang nicht vergessen, aufwärmen. Nee. Habe ich schon Hunger. Sehr gut. Ein solcher Stepper wie hier eignet sich da echt gut für. Arme und Beine werden auf Temperatur gebracht. Aber die anderen sind alle belegt. Wir müssen doch langsam doch aufwärmen. So, eine der Übungen, die ich am Anfang mache, gehört zu den Grundübungen, natürlich die Klimmzüge. So, zu den wichtigen Übungen gehören natürlich die Schulterübungen. Ich habe mir hier schon mal zwei Handeln geschnappt. Und wir fangen jetzt einfach mal mit den Frontheben an. Eine der Übungen, die ich sehr gerne mache, ist eine sogenannte Kombiübung. Oder damit ihr das vielleicht noch ein bisschen besser seht. Natürlich, eine Übung darf bei mir immer nicht fehlen, zum Thema Schulter. Macht richtig Laune. Okay, kommen wir zur nächsten Übung. Das ist ein Gerät, was man kaufen kann. Hiermit kann man sehr gut Liegestütz und Übungen am Lenker machen. Tief halten, ein bisschen höher halten, drehende Bewegungen. Also wenn man lenkt, kann man in drei Stärken einstellen. Also es geht da um die Auflagefläche. Sehr gut. Kommen wir zur nächsten Übung. Mal gucken, dass ich in der Mitte von der Kamera bleibe. Ist doch gut. Meine Liegestütze. Hier kommt man mal richtig tief nach unten. Wir tun ein bisschen was fürs Gleichgewicht und für die Beine. Aber die sind nur zu Hause und die gehen ja draußen, ist ja nicht vor die Tür zu gehen. Also auf diesem Gerät kann man wunderbar tiefe Hocker und normales Üben.
diese Übung vielleicht noch ein bisschen zu steigern und fortzuführen, dann nimmt man sich einfach einen Ball dazu. Kann jetzt ein bisschen das Gleichgewicht verändern, nimmt sich den Ball. Das vergeht mir. Und führt den um den Körper drumherum. Wir sind alle geschossen. Ja. Aber trotzdem, ich gehe gerne in die Geschäfte. Aber ich gehe gerne. Ja, man kann den Ball natürlich dann auch. Vorteil, wenn man das jetzt zu zweit macht, kann man sich den Ball auch noch schön zuschmeißen. Und wie gesagt, lässt sich sehr gut mit trainieren. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Übung, oder? Okay, kommen wir zum nächsten Gerät, dem Balanceboard. Hier kann man jetzt verschiedene Bereiche machen, sich mit beiden Füßen draufstellen und natürlich auch wie immer tief in die Hocke. Ja. Macht auch viel Spaß. Und je länger man hier drauf steht, desto mehr merkt man das dann irgendwann in den Waden. Okay, diese Board gibt es mit verschiedenen Wölbungen und dadurch in anderen Schwierigkeitsgraden. Wir nehmen jetzt mal das etwas schwierigere und fangen hier jetzt mal einfach mal mit einem Fuß an, gut zentral stehen. Sehr gute Übung, um die Fußgelenke zu trainieren und natürlich auch das Gleichgewicht wie immer. Und wie man schon sieht, ist es auf diesem Board gleich deutlich schwerer. Und selbstverständlich dann auch mit dem zweiten Fuß. Und wie man sieht, eiere ich schon ein bisschen mehr rum. Das ist mit dieser Kugel unten runter etwas schwieriger, aber das schadet ja nicht. Sehr gut für Leute, die dann irgendwann noch ein Training Probleme mit dem Waden oder auch mit den Fußgelenken haben, kann man hier sehr gut mit trainieren, um das zu steigern. Okay, wir machen noch eine Übung für die Beine. Ausfallschritt und dann mit Rotation. Und natürlich dann auch mit dem anderen Bein oder die andere Seite. Sieht nicht ganz so elegant aus bei mir. Ich mache die Übung zu selten. Werde das aber wohl im Winter ein paar Mal öfters machen müssen. Okay, das war's schon für heute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Einen kleinen Anreiz für dem, was ihr im Winter machen könnt. Wenn ihr im Studio seid, könnt ihr natürlich alle anderen Übungen auch machen. Das war jetzt eher so ein bisschen spezieller. Würde mich mal interessieren, was ihr so macht. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Übungen ihr im Winter so tut. Klar, im Winter kann man auch fahren, aber man fährt ja doch nicht so häufig wie im Sommer. Und das ist eine gute Unterstützung fürs Frühjahr, wenn es dann wieder richtig losgeht. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, kommentieren gerne. Seid ihr neu hier, freue ich mich über euer Abo. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.